Hallo meine liebe Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer Art Real Action. Weil ja einer beschwert hat, dass das Mikrofon leiser war, habe ich deshalb kurz auf OBS noch ein bisschen geändert und machen wir mal ein bisschen leiser bei dem. Das Video auf Mittel, dass ihr auch mich hört und so. Ja, wir schauen auch heute eine Reaction zu Nintendo E3 Parody. Ist ein Parody von Pius. Geht 12 Minuten. Warum auch so. Und ja, sag ich mal, let's go, der Hase. Zuschauer und willkommen zu Nintendo Direct E3 2020. Also von der Stimme her sag ich jetzt von der Stimme her 20 von 20, weil ja ich glaube Kunitsu hat das mal die Stimmverzerrung gemacht, auch mit After Effects und so, aber ich weiß nicht, ob es auf die Stimme zugeht oder so, aber ich sag jetzt bei der Stimme so. Sag jetzt bei der Stimme 20 zu 20. Okay. Letztes Jahr hat mir Dark Bowser die Show gestohlen, doch dieses Jahr ist es Zeit für den wahren Bowser. Ich will auch gar nicht lang um die heiße Lava reden. Der war echt schlecht, oder? Egal. Kommen wir zum ersten Game, welches wir bereits auf der E3 2017 erstmalig angekündigt hatten. Aber sehen Sie erst einmal selbst. Metroid Prime 4? Habe ich noch nie gehabt und so. War auch nicht. So ein Scheiß drauf, oder? Ja, okay, aber. Ich sage jetzt einfach mal für die Ambition 15-20. Veröffentlichung dauert es aber noch ein wenig. Ich hoffe, Sie freuen sich schon darauf. Kommen wir zur nächsten Ankündigung. Oh. Schau mal an. Test. Na, ist das Ding an? Guten Tag, Duke. Ja. Blöder Teppich. Glaube ich, dass ich gekauft habe. Oder weiß ich nicht. Belästigt. Gute Idee, bitte. Na, halte ich davor. Halt, stopp, Melinda, bist du noch da? Oh, rest in peace. Leider können die Verbindung zum Skype herstellen zu werden. Oh, schade. Mit einem rauliger Smiley. Ich sag jetzt einfach mal für die Skype-Konferenz so 2020. Okay, das schauen wir uns mal weiterhin an. Oh,
ich gerade von der Regie erfahren habe, war dies eine private Videokonferenz und nicht der geplante Clip. Der Clip ist aus Versehen gelöscht worden. Na gut, ne? Ups. Da wir keinen Animal Crossing New Horizons Trailer haben, machen wir am besten schnell weiter. Kommen wir nun zu meinem Lieblingsteil in dieser Direct. Neue SNES-Spiele für alle Nintendo Switch Online-Mitglieder. Ich weiß nicht, was aus diesem Video kommt, aber sagen wir es einfach mal, der hat es gut parodiert. Aber ich hätte da gerne den Konizio als Parody Direct beim nächsten Mal. Aber ich sage jetzt einfach mal für dieses geiles Video, sage ich einfach mal 20 zu 20. Weil eine 10 hätte das Dosenbier gefehlt. Erweitere dein Spielerlebnis. Oder besser gesagt, erweitere dein Spracherkenntnis. Dieses Game habe ich noch nie gespielt. Werde ich sicher irgendwann mal nachholen. Ich hoffe, Sie freuen sich. Nun kommen wir zu einer fetten Ankündigung. Ich will gar nicht so viel sagen. Nur eins. Ich bin dabei. Sagen wir nur Mario, Super Mario Bros. Sage jetzt alles Gute zum Geburtstag, zu 35 Jahre Jubiläum. Und hoffentlich, dass du dieses Jahr 40 bist, mein lieber Freund. Wir skippen die ganze, weil das geht jetzt bis 6 Minuten. Also wir skippen jetzt kurz. Pius, ist ein bisschen zu lang. Aber es zeige ich nur kurz für die Zuschauer. Okay. Ah ja, 35 Jahre lang entführte ich schon Peach in meinem Schloss. Kommt mir so vor, als wäre die erste Entführung erst gestern gewesen. But our princess is in another castle. Das waren noch Zeiten. Egal. Kommen wir zurück zum Thema. Dieses Jahr, zum 35-jährigen Super Mario Jubiläum, erscheint eine Super Mario 3D Collection für die Nintendo Switch. Machen wir weiter. Wir bei Nintendo haben viele Entwicklerstudios. Ein Studio ist aber besonders beliebt. Ich rede natürlich von NDCube. Der letzte Hit von NDCube war 2018 Super Mario Party für die Nintendo Switch. Aktuell arbeitet NDCube an Animal Crossing Amiibo Festival 2. Mit Freude zeige ich Ihnen nun ein Video vom Entwicklerteam selbst. Guten Tag, liebe Nintendo-Fans. Mein Name ist Yuri Suzuki und ich bin der Director von Animal Crossing Amiibo Festival 2. Ihr tolles Feedback von Animal Crossing Amiibo Festival für Wii U haben wir uns zu Herzen genommen und somit Animal Crossing Amiibo Festival 2. Grüße gehen aus an der Undesohn oder so. Noch spaßiger gemacht. Kommen wir zuerst zur größten Neuerung, die Animal Crossing Amiibo Festival 2 Smartphone App für Nintendo Switch Online Mitglieder. In der App können Sie sehen, welcher Charakter diese Woche der Glückscharakter ist. Glückscharaktere bekommen bei einem Sieg auf dem Spielbrett mehr Sternis und haben im Spielbrett 3x einen mal 2 Würfel. Außerdem können Sie in der App sehen, welche Events in der jeweiligen Season anstehen. Es lohnt sich also. Auch im Spiel haben wir einige Neuerungen. Wir haben nun Minispiele in den Party-Modus eingefügt. In drei tollen Minigames aus Animal Crossing Amiibo Festival für Wii U können Sie sich nun extra Glückspunkte verdienen. Aber nicht nur das. Ganz neu ist auch der Baumeister-Modus. Hier können Sie das Spielbrett umgestalten, indem Sie Bäume, Blumen oder Büsche platzieren. Es kann sogar das Design der Brücke verändert werden. Und das wären alle Neuigkeiten für heute. Also Konizio oder und Sohn oder irgendwas. Grüße gehen raus
und Pius, Grüße gehen aus auf mich. Ich erkläre es dir alles nach diesen Präsentationen. Ich hoffe, Sie freuen sich auf das Spiel. Bis bald. Einfach nur fantastisch. Ich hoffe, Sie freuen sich auch schon so sehr wie ich. Damit ist unsere heutige Nintendo Direct auch schon wieder zu Ende. Lassen Sie gerne einen Daumen hoch da und abonnieren Sie diesen Kanal, falls Sie neu sind. Bis zum nächsten Mal. Warte mal, da kommt noch was. Oh. Hä? Gar nicht? Hm. Ah ja. Naja. Wenn das jetzt Nintendo entwickelt, dann. Ja, also ich fand das Video sehr, ganz sehr, sehr gut. Also, Grüße hinaus an Nook CXC, Konizio und Sohn und irgendjemand. Grüßen gehen raus an die Leute und ja, wir sind jetzt schon leider am Ende des Videos angekommen. Lasst einfach noch einen Daumen nach oben da und falls ihr den Kanal abonnieren wollt, könnt ihr den kostenfrei auf Ehrenbruderbasis ein Abo von Pius und ein Abo von mir da lassen. Und lasst einfach einen Daumen nach oben da und ja. Falls Nintendo wieder nächstes Jahr in den E3 kommt, mach bitte einen draus. Hinterlass einfach Namen Domo da für Nintendo für nächsten Jahr E3 draus, okay? Und ja, sag jetzt einfach nur Tschüss. Sag jetzt einfach auch für die ganze Direct 10, also so sage ich mal 20, muss mal so machen, zu 30. Perfekt. Und dann sage ich jetzt einfach mal noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Peter der Killer. Sage jetzt einfach nur Tschüss und bis zum nächsten Mal.